Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol bin am Ende mit meinem quasi der werden, allererste ja. Schritt, die kritischen Blutungen oder sie wurde der Länge alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unserem Sanitäter Fresh Up. Es soll heute und auch in den kommenden zwei Folgen um das Thema Impfung gehen. Wir haben uns dazu entschieden, das so ein bisschen außer der Reihe einzuschieben. Deshalb bitten wir auch gleich schon ein bisschen um eure Geduld. Das Thema, das wir behandeln, ist etwas umfänglicher, deswegen wird es auch alles ein kleines bisschen länger dauern. Deswegen gibt es das Ganze auch auf drei Folgen verteilt. Worum soll es gehen? Um die Frage, was passiert eigentlich so ein bisschen bei uns im Körper, wenn wir uns impfen? Was für Impfstoffe gibt es und auch wie hilft uns das aktuell in dieser Corona-Pandemie? Und ganz zum Schluss möchten wir zu den gängigen Impfstoffen auch nochmal auf die ein oder anderen Mythen konkret eingehen. Der Gedanke beim Impfen oder auch bei unserem Immunsystem ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir jetzt beispielsweise ohne eine Impfung uns infizieren, mit einer einfachen Erkältung oder so, dann kommen ja Erreger bei uns in den Körper und der Körper reagiert auf diese Erreger, bekämpft sie, beseitigt sie und ist im Idealfall im Anschluss schlau genug, wenn sie das nächste Mal kommen, schon Bescheid zu wissen und sie, ohne dass man erst krank werden muss, gleich bekämpfen kann. Ähnlich ist auch die Idee, die hinter dem Impfen steckt. Näheres dazu kann Nils uns jetzt mal verraten. Ja, also wir haben ja quasi das angeborene Immunsystem, das ist einfach immer da, das ist relativ fix, aber leider nicht so richtig effektiv, weswegen wir leider immer beim ersten Mal krank werden. Und dann trainieren wir unser erworbenes Immunsystem. Die grundlegende Idee der Impfung ist, wir trainieren jetzt quasi unser Impfsystem oder unser Immunsystem, bevor es zur Infektion überhaupt erst kommt. Also bevor wir diesen Erreger, das Virus oder auch Bakterien überhaupt treffen. Wie machen wir das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz grob kann man zunächst mal unterscheiden zwischen einer aktiven Impfung und einer passiven Impfung. Passive Impfung ist dabei eigentlich gar nicht so eine richtige Impfung, wie ich das gerade gesagt habe. Wir trainieren da eigentlich gar nicht so richtig das Immunsystem, sondern wir nehmen quasi ein trainiertes Immunsystem und geben das quasi als Medikament diesem Menschen. Ja, das ist dann letzten Endes wie so eine kleine Infusion, könnte man sich das vorstellen, bei der wir Antikörper nehmen, die andere Menschen gebildet haben vorher oder die Tiere gebildet haben, manchmal gibt es auch das, und die wir dann unserem eigenen Körper zur Verfügung stellen. Das macht man vor allem, wenn man schon gerade Kontakt hatte zu einem Erreger, das heißt, ich habe mich irgendwie verletzt und dieser Erreger könnte jetzt in dieser Wunde gelandet sein. Damit ich diese, und es jetzt quasi zu spät ist, mein Immunsystem zu trainieren, damit ich den trotzdem effektiv abwehren kann. Das ist nicht wirklich nachhaltig. Ja? Diese Antikörper halten von alleine so erstmal nicht besonders lange, weil keine Zellen in meinem Körper sind, die sich da, die neu bilden können, ja? Und die sich daran erinnern können. Anders ist die aktive Impfung, das ist die, um die es uns eigentlich geht. Da ist wirklich, der Name sagt das schon, ein aktives Training des Körpers gefordert. Der Körper muss da also wirklich arbeiten. Auch da gibt es zwei Varianten. Wir unterscheiden zwischen Lebendimpfstoffen klassisch und Totimpfstoffen. Fangen wir mit den Lebendimpfstoffen an. Lebendimpfstoffe sind relativ simpel in der Vorstellung. Ich nehme quasi den Erreger, zum Beispiel das Virus, was Windpocken hervorruft, ja, das Varicella-Zoster-Virus heißt das, und jetzt verändere ich dieses Virus so, dass das nicht mehr so wirklich stark ist. Ja, das heißt, ich nehme ihm die Teile weg, die mich krank machen, das sind meistens bestimmte Proteine, ich verändere die so, dass sie mich zwar vielleicht noch ein bisschen stören, sodass mein Immunsystem merkt, oh, das ist aber nicht von mir, ja, aber nicht so, dass ich eben die massiven Windpocken bekomme. Und das ist dann der effektive Impfstoff. Ich spritze also attenuierte, nennt man die, geschwächte, lebende Erreger in den Körper. Unser Immunsystem erkennt das, bekämpft die auch, weil die aber eben so schwach sind, machen die keine richtige Krankheit und unser Immunsystem lernt sie zu bekämpfen. Und wenn die jetzt ein weiteres Mal wiederkommen, weil ich zum Beispiel Kontakt habe zu jemandem, der die Windpocken gerade hat, dann sagt mein Immunsystem, ha, den kenne ich, den mache ich fertig. Und das geht dann ziemlich schnell und ziemlich effektiv. Die andere Variante ist die des Totimpfstoffes. Beim Totimpfstoff nehmen wir keine lebende Erreger, das wäre ja kein Totimpfstoff, sondern wir nehmen nur einzelne Bestandteile. Ja, das heißt, wir nehmen nicht das gesamte Virus, das sich reproduzieren kann, das theoretisch sich vervielfältigen kann, sondern wir nehmen zum Beispiel ein ganz markantes Protein, dieses Virus. Ja, Viren bestehen immer aus RNA oder DNA und Proteinen.
Und wenn wir da jetzt eins finden, wo wir sagen, das ist irgendwie typisch, daran kann man das Virus total gut erkennen und das ist für das Virus auch ganz wichtig, um uns krank zu machen, dann ist das so ein ideales Ziel, bei dem wir sagen, guck mal, das spritzen wir dir jetzt. Ja, und damit trainieren wir quasi unser Immunsystem nur anhand dieses einen Proteins. Das ist ja jetzt erstmal schon ziemlich elegant, weil wir quasi eigentlich nichts anderes machen, als den Körper auf Dinge vorzubereiten, ohne dass er einer Gefahr ausgesetzt ist. Jetzt muss man das manchmal noch so ein bisschen unterstützen, weil gerade wenn da nur so ein Protein ist, das vervielfältigen kann, das überhaupt nicht infektiös ist, dann sagt sich unser Körper, der kann das erkennen, naja, wenn es mich nicht krank macht, warum soll ich mich jetzt im Moment dagegen wehren? Warum soll ich da jetzt irgendwie ein Immunsystem gegen aufbauen, Antikörper trainieren? Ja? Das macht ja gar keinen Sinn, es macht mich ja überhaupt nicht krank. Und deswegen setzt man dann manchmal diese weltberühmten, ich nenne das jetzt mal Zusatzstoffe bei, die so ein bisschen eine kleine Entzündungsreaktion hervorrufen. Ja? Weil diese Entzündung brauche ich. Diese Entzündung ist das Zeichen für den Körper und für mein Immunsystem, oh, da muss ich was tun, hier muss ich irgendwie mich wehren. Und so im Grunde funktioniert die Impfung. Wenn ihr das ein bisschen ausführlicher haben wollt, wir haben vor gar nicht so langer Zeit, im Dezember, November, wann war das? Irgendwie sowas, ne? Muss das gewesen sein. Mit Patrick, unserem Arzt des Kreisverbandes, einen längeren Vortrag, auch in unserem Kanal, schaut ihr euch unbedingt an. Der geht nochmal ein bisschen mehr ins Detail und hat schöne Bilder mitgebracht. Genau. So viel erstmal allgemein zur Impfung, aktiv, passiv und mit lebend- und toten Erregern. Was unterscheidet das jetzt von der Impfung oder den Impfungen, die aktuell heiß diskutiert werden? Letzten Endes, diese mRNA-Impfstoffe, die aktuell durch die Presse gehen und die auch aktuell schon in die ersten Patienten gehen, sind so ein bisschen das Level-Up dieser Impfidee. Also da, wo wir vorher noch gesagt haben, wir müssen irgendwelche Erreger tot oder lebendig und verändert oder nicht finden, um sie zu impfen, ist das Konzept dieser mRNA-Impfstoffe, dass wir eben nicht mehr diese Erreger impfen, sondern dass wir dem Körper einfach nur die Bauanleitung für diese Erreger geben und sagen, Körper, produzier doch diese Eiweiße, von denen Nils gerade gesprochen hat, einfach selber. Und nichts anderes macht halt so ein mRNA-Impfstoff. Wir haben ja bei uns im Körper sowieso schon die natürliche Funktion, Eiweiße zu bauen. Das ist im Prinzip der Kern unseres Lebens als Mensch. Wir haben überall in unserem Körper, in jeder einzelnen Zelle, konstante Prozesse laufen, wo halt Dinge gebaut werden. Seien das Zellbestandteile, seien das bestimmte Botenstoffe, all das, was in unserem Körper unterwegs ist, muss ja irgendwie gebaut werden. In der Fachwelt spricht man da von der Proteinbiosynthese, also der Herstellung von Eiweißen. Und diese mRNA-Impfstoffe machen jetzt nichts anderes als unserer körpereigenen natürlichen Eiweißherstellung diese Bauanleitung unauffällig unterzuschieben und zu sagen, Körper, wo du hier gerade Eiweiße baust, bau mal dieses Eiweiß auch. Und im Falle dieser mRNA-Impfstoffe wird dann eben ein zentrales Eiweiß gebaut, damit der Körper eben darauf eine Immunreaktion entwickeln kann. Also es ist so ein bisschen die Next-Level-Impfung, wo wir statt des Eiweißes selber einfach nur dessen Bauanleitung übermitteln. Genau, das eigentlich in aller Kürze dazu, was jetzt so ein mRNA-Impfstoff unterscheidet. Die nächste und spannende Frage ist dann natürlich auch, egal was für ein Impfstoff, wenn ich einen entwickelt habe und der Meinung bin, der ist richtig gut, was muss ich eigentlich machen, damit der an den Markt kommt? Und da ist jetzt Nils wieder dran. Genau, da gibt es einen relativ definierten, oder nicht nur relativ, das ist ein sehr eng definierter und auch sehr eng kontrollierter Prozess, wie man Impfstoffe und auch andere Medikamente, ein Impfstoff ist letzten Endes ein Medikament, auf den Markt bringen kann. Es fängt immer damit an, dass man irgendwie natürlich eine Idee haben muss, was mache ich überhaupt? Ne? Also zum Beispiel jetzt bei einem Impfstoff, welches Protein suche ich mir überhaupt als Ziel heraus, was könnte sich lohnen? Wir haben das vorhin schon gesagt, das muss irgendwie wichtig sein für das Virus. Ja? Es muss möglichst eindeutig aussehen, sodass der Körper das immer wieder erkennt und auch nur das wiedererkennt, damit er nicht irgendwie auch noch auf körpereigene Sachen reagiert oder sonst irgendwas anderes. Hm? Und das muss ich also erstmal mir raussuchen. Wenn ich das gefunden habe, dann fängt man meistens mit so präklinischen Studien an. Man schaut sich also in Modellen an, Zellkulturen zum Beispiel, so Zellhaufen, die man züchten kann, oder Tiermodelle mit Tierversuchen. Guckt man sich an, funktioniert das, was ich mir überlegt habe, grundlegend auch in Tieren, die ähnlich sind uns dann. Da gibt es verschiedene Modelltiere sozusagen, die man dann verwenden würde.
dann kann ich mir auch gleichzeitig anschauen, A, erzielt es überhaupt da eine Wirkung, wie ich sie mir vorgestellt habe? Und B, schaue ich mir gleichzeitig schon an, überleben die Tiere das, haben die irgendwelche schweren Nebenwirkungen? Wenn das soweit erstmal ganz gut aussieht und man da schon ein bisschen Zahlen zusammen hat, dann kommt man in die Phase der klinischen Studien. Man hat jetzt also quasi im Labor sich was ausgedacht und guckt sich jetzt an, funktioniert das beim Menschen? Dafür gibt es insgesamt 4 Phasen. Man fängt immer an mit einer Phase 1-Studie. Da nimmt man sehr, sehr wenig Menschen. Das sind 10, 20 Leute, die man da sich zusammensucht, die gesund sind, die keine Vorerkrankung haben. Die dürfen in der Regel nicht rauchen, dürfen nicht Alkohol trinken und sowas. Und gibt denen erstmal ganz kleine Mengen des Medikaments oder des Impfstoffes. Und schaut sich dann quasi erstmal nur an, passiert irgendwas Schlimmes. Ja, die bleiben dann in der Regel in sehr, sehr enger Überwachung, oft auch für eine Woche oder zwei im Krankenhaus erstmal oder in einer Art Krankenhaus, wo man die ständig überwacht, viel Blut abnimmt, sich anguckt, wie verhält sich dieses Medikament im Blut, kann ich das nachweisen, wie schnell steigt das an, wie schnell fehlt das wieder ab, solche Dinge. Und dann schaue ich mir also quasi an, wenn ich das einem Menschen gebe, verträgt dieser Mensch das, wenn der grundlegend gesund ist. Wenn ich das beweisen kann, dass es also sozusagen beim Gesunden erstmal nichts Schlechtes eigentlich macht, dann komme ich in die Phase 2-Studie. In der Phase 2-Studie nehme ich jetzt Patienten, also Leute, die sozusagen wirklich von diesem Medikament dann profitieren sollen oder Leute, die ich eben impfen will dann im Verlauf. Auch relativ wenig. Ja, ein bisschen mehr schon als vorher, aber immer noch relativ wenig, kleine Gruppen. Und schaue mir eben an, welche Dosis kann ich den Leuten jetzt eigentlich geben? Ja, bei welcher Konzentration erzeugt das welche Wirkung? Da tastet man sich natürlich vorsichtig ran. Man gibt nicht erstmal 10 Gramm und guckt, ob der Mensch stirbt, sondern man will ja idealerweise sich von unten da vorsichtig annähern und guckt dann eben auch die ganze Zeit an, was machen die Nieren, was macht die Leber, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die auftreten. So schaue ich mir erstmal auch nur an, bei einem erkrankten Patient, passiert hier irgendwas Schlechtes? Und wenn ich das ausgeschlossen habe in dieser kleinen Gruppe, dann kommt eigentlich der Hauptteil, den wir dann klinisch kennen und um den wir jetzt auch in den letzten Tagen viel uns beschäftigt haben bei den Impfstoffen, dann komme ich zur großen klinischen Phase 3-Studie. In der Phase 3-Studie nehme ich wirklich viele Menschen, ja, groß, Hunderte, Tausende, Zehntausende Leute, die erkrankt sind im Fall von Medikamenten oder die geimpft werden sollen im Fall vom Impfstoff. Die müssen möglichst divers sein. Ja, die sollen alle männlich, weiblich, aus verschiedenen Ländern möglichst, verschiedenen Herkünften. Also die sollen so unterschiedlich sein, wie es nur geht. Und da schaue ich mir jetzt 2 Dinge an. Das eine ist, ich schaue mir an, tut das Medikament, bei dem ich bisher nur geschaut habe, ob es echt krasse Nebenwirkungen hat, eigentlich das, was es tun soll? Im Fall des Impfstoffs schaffe ich eigentlich eine Immunität. Das ist der erste Teil, den ich mir anschaue. Und das zweite, was ich mir natürlich anschaue, ist, treten jetzt bei dieser viel, viel größeren Population noch seltenere Nebenwirkungen auf, die ich bei den kleinen Gruppen einfach nicht sehen konnte, weil ich zu wenig Leute getestet habe. Auch die verfolgt man nach. Ja, da nimmt man also regelmäßig Blutkontrollen zum Beispiel, man muss regelmäßig Untersuchungen mitmachen, die müssen oft Fragebögen ausfüllen, das ist sehr, sehr, sehr aufwendig, da wird für jeden Patienten eine Akte angelegt. Und damit das wissenschaftlich so ist, dass ich auch nicht aus Versehen, weil ich ja unbedingt möchte, dass mein Medikament Erfolg hat, dass ich da irgendwie dran rumfuschen kann, macht man das so, dass die Leute verblindet werden. Man nennt das randomisiert kontrollierte Studie. Das heißt, ich gebe der Hälfte ungefähr der Patienten ein Medikament und der anderen Hälfte gebe ich entweder ein anderes Medikament oder ein Placebo, um eben nachzuweisen, dass mein Medikament toller ist als das Placebo oder toller als das Vergleichsmedikament. Damit ich das auch nicht verfälschen kann, werde ich verblindet. Das heißt, weder der Patient weiß, ob er jetzt ein Placebo oder ein Medikament bekommen hat oder, falls wir 2 Medikamente vergleichen, welches Medikament er bekommen hat, noch der Mensch, der diesem Menschen das gibt. Also der Arzt, der dich impft in so einer Studie oder der Arzt, der dir in so einer Studie Medikamente verabreicht, weiß das in dem Moment auch nicht, welches das ist. Ja? Sonst könnte der eventuell ja auch unbewusst, vielleicht gar nicht, weil er ein böser Mensch ist und Studien fälschen will, sondern ganz unbewusst, das Ergebnis anders eintragen, weil er ja erwartet, dass zum Beispiel, dass das Medikament was bringt. Und das ist dann sehr aufwendig, da wirklich riesige Papierberge, ich habe das selber in der Uni schon mehrfach gesehen, die man da vor sich hin wälzt. Und erst am Ende, wenn quasi alle Daten aufgenommen sind, darf ich das entblinden und nachschauen, welcher der Leute hat jetzt eigentlich was bekommen und wie ist das Ergebnis denn jetzt eigentlich im Endeffekt. Das ist dann eine Phase 3-Studie. Wenn ich das auch geschafft habe, ich kann da zeigen, mein Medikament bringt was, mein Medikament bringt die Leute in der Regel nicht um, dann
darf ich damit zur Behörde gehen, zum Bundesamt für Arzneimittelsicherheit zum Beispiel oder zum Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland oder bei der EU gibt es auch eine entsprechende Arzneimittelkommission und kann mit dieser Studie hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe Folgendes untersucht, das ist mein Medikament, lass das bitte zu. Die schauen sich dann logischerweise die Daten an, die schauen sich meine Studie an, die schauen sich auch an, wie ich das Medikament produziere und sowas alles oder den Impfstoff produziere und sagen dann gegebenenfalls, ja, jetzt wird es zugelassen oder eben auch nicht, wenn ich Mist gebaut habe. Dann darf ich es auf den Markt bringen. Und dann gibt es noch eine letzte Phase der klinischen Studien, das ist die Phase 4. Das ist nach der Zulassung. Das heißt, ich höre nicht auf, wenn ich ein Medikament zugelassen habe, sondern nach der Zulassung mache ich weiterhin Studien. In der Regel noch viel größer, dafür aber auch über einen wesentlich längeren Zeitraum, schaue ich mir immer wieder Patientengruppen an, einzelne Subgruppen oder so und versuche eben da nachzuschauen, passiert da irgendwas, was ich nicht erwartet habe? Muss ich vielleicht zum Beispiel die Dosis anpassen, wenn jemand eine Nierenschädigung hat oder sowas, dass es vielleicht noch ein bisschen optimierter wird? Ja? Das macht man dann, sobald der Impfstoff oder das Medikament zugelassen ist. Man hört nicht auf zu forschen, sondern man muss da immer weiter dran forschen. Und zwar auch so kontrolliert und verblindet oft, wie das jetzt eben schon in der Phase 3 auch schon gewesen ist. Ne? So im Grunde läuft so ein Impfstoff- und Marktzulassungsprozess. Ne? Und obwohl wir jetzt zuletzt ja in der einer der größten Pandemien der letzten Jahrzehnte, des letzten Jahrhunderts eigentlich waren, so ungefähr seit der spanischen Grippe fast, hat sich daran nichts geändert. Ja, also diese Prozesse sind nicht einfach so, dass man die dann überschreiten kann oder kurzfristig mal schnell eben abbrechen kann, sondern die werden weiterverfolgt. Das ist für die Folge eigentlich schon mal alles. Es war ein heftiger, schneller, kurzer Einstieg, aber es soll so ein bisschen die Grundlagen legen für die folgenden beiden Folgen, die wir dann euch zur Verfügung stellen werden. Was ist so unsere Take-Home-Message? Was wollen wir euch gerne mitgeben? Das eine ist, dass ihr wisst, wie funktioniert grundlegende Impfung. Wir trainieren unser körpereigenes Immunsystem. Ja, wir pflanzen da nichts ein, sondern wir geben dem Immunsystem ein Training. Das zweite ist, was ist so das Besondere jetzt bei diesen neuen mRNA-Impfstoffen? Naja, wir liefern nicht mehr das fertige Protein, wie das bei früheren Impfungen war, sondern wir liefern die Bauanleitung und der Körper produziert das Protein, gegen das er dann Antikörper baut. Ja, wir gehen also quasi einen Schritt zurück. Ja. Und als letztes, wie wird so ein Impfstoff zugelassen? Grundlegend mit relativ aufwendigen Studien, die nach wie vor gemacht werden und immer schon gemacht wurden, unter enger staatlicher Kontrolle von Behörden, mit viel Forschung und einem relativ großen Aufwand. Dann sehen wir uns, glaube ich, nächste Woche. So ist es. Tschüss.